Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder der Aldi Online-Shop und zwar mit dem Gaming-PC Hunter X30 MD34915 für 3.899 Euro zuzüglich Versand. Die Aktion startet in einem Tag, 10 Stunden, bla bla, wo ich das Video gerade aufnehme. Das heißt, am Donnerstagmorgen wird das Ding verfügbar sein. Hier steht aber auch schon weniger als 25 verfügbar. Wir schauen uns die Kiste jetzt im Schnelldurchlauf an, weil ich wollte euch einfach nur schnell informieren. Ihr seht halt, dass das Video einen Tag später kam als das Hardware-Deals-Video. Ich wollte es einfach nur schnell machen. Gehen wir auch direkt zu den Produktdetails. Wir haben einen Intel Core i7 13700K Prozessor. Das ist einer der stärksten, den Intel gerade im Angebot hat aus der 13000er-Reihe. Der hat 16 Kerne, 8 Performance- und 8 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 24 Threads, also 16 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Ich werde jetzt nicht viel erklären. Wie gesagt, wird ein schnelles Video, dass ihr zumindest mal einen Preispunkt habt. Ansonsten kann er sich bis zu 253 Watt genehmigen. Wenn man ihn noch ein bisschen übertaktet, kann er sich auch mal gerne 300 reinschrauben. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Könnt ihr wie immer auch schneller betreiben. 3600 oder 4000 MTS unter DDR4 auch überhaupt kein Problem. Ist ein Top-Prozessor zum Zocken, zum Streamen, zum Rendern, Videoschneiden, alles in Ordnung. Und der kostet 453,99 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4080. Hier wisst ihr nicht, was ihr bekommt. Normalerweise setzen sie halt auf Zotac oder so. Ich nehme jetzt die Inno 3D, weil das die günstigste ist. Es kann ja auch die günstigste in das System reinwandern. Die 4080 ist aktuell eine der stärksten Grafikkarten auf dem Markt von Nvidia. Und ihr könnt damit ganz normal auch 4K WQHD spielen mit ordentlichen Framerates. Es kommt natürlich immer auf das Spiel an, sage ich ja immer wieder dazu. FPS ist dazu, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1.299 € bei notebooksbilliger.de. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z790 Aorus Elite AX Mainboard. Das hat schon den aktuellen Chipsatz Intel Z790, ist vor allen Dingen interessant für die Leute, die selber bauen wollen eventuell, da braucht ihr kein BIOS-Update fahren. Ansonsten hat es gekühlte Spannungswandler, noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier drunter noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten habt ihr Erweiterungsplätze wie für zum Beispiel eine Capture-Karte oder USB-Erweiterungskarte. Was die Anschlüsse angeht, habt ihr Toslink, Mikrofon, Line-Out, ganz normal für Kopfhörer, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB Typ C ist mit dabei. Die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr hier theoretisch sogar benutzen, falls die Grafikkarte mal irgendwie abraucht, ihr die in Reparatur gibt oder so, dann könnt ihr darüber auf jeden Fall noch ein Bild ziehen, das reicht auch für YouTube ein paar kleinere Games, das ist schon okay. 2x USB 3.1, ja, hier steht 3.2, das hat immer was mit den Generationen zu tun. Bei Geizhals steht halt 3.1, so gebe ich das dann auch wieder. WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss und 4x USB 2.0. Das ist schon ein besseres Board. Das ist nicht so wie so ein Gaming X oder so, sondern schon die gehobenere Variante. Es gibt natürlich noch deutlich bessere Boards, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Und das kostet 299 € bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine 1 TB Kingston Fury Renegade PCI Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6000 MB die Sekunde. Die ist sauschnell. Ob man das jetzt braucht, lasse ich mal dahingestellt. Ich würde mir so eine schnelle SSD einfach nicht reinbauen, wenn ich einfach nur zocken will. Da reicht auch eine PCI Express 3.0 SSD. Aber schön, dass sie drin ist. Bei dem Preispunkt erwartet man das natürlich auch. Was man allerdings nicht erwartet, ist 1 TB Speicher, was echt wenig ist für so ein teures System. Geschwindigkeit hin oder her, wenn ihr nur 1 TB davon habt, finde ich das echt ein bisschen schade. Und die kostet 95,89 € bei Mindfactory. Was den Arbeitsspeicher angeht, bekommen wir 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 RGB RAM mit bis zu 6000 MHz. 32 GB ist in der Preisklasse, finde ich, okay. Viele werden jetzt vielleicht sagen, 64 GB hätten es sein sollen, verstehe ich auch. Aber der normale Zocker braucht eigentlich nicht mehr als 32, zumindest Zeitpunkt jetzt. DDR5, aktuellster Speicher, 6000 MTS, ist auch völlig okay. Natürlich, man hätte auch vielleicht auf 6400 oder so gehen können. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass die hier schon höher gehen, als die Spezifikation von Intel das quasi sagt. Die sagen ja 5600 MTS. Der hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, ist Dual-Channel, alles in Ordnung. Und er kostet 171,82 € bei BEA Computer in Österreich und ein paar Cent mehr in Deutschland. Die Wasserkühlung ist eine Alphacool Iceberg 240 Wasserkühlung. Rein optisch finde ich die einfach nur hässlich. Eine 240er Wasserkühlung auf dem Prozessor ist zum Zocken und so okay und auch zum Stream, das wird schon reichen. Ihr dürft jetzt natürlich nicht ständig da dauerhaft rendern, irgendwie eine halbe Stunde oder Cinebench oder so machen, weil das wird die definitiv nicht packen. Ich weiß auch nicht, warum sie ständig diese Wasserkühlung nehmen. Die nehmen sie wirklich ganz oft. Es gibt wesentlich bessere auf dem Markt. Aber gut, das ist eben Aldi bzw. Medions Entscheidung, was soll ich noch dazu sagen. Funktional ist es für Socken und so, aber bitte jetzt nicht ständig Render-Tests oder so machen. Und die kostet 112,89 € bei Mindfactory.
Das Netzteil ist ein Seasonic Prime GX1300 Netzteil. Und da ist jetzt der Punkt, da frage ich mich wirklich, was wollten die damit bezwecken? 1300 Watt kann das Teil, schickt er jetzt nicht ins System, aber kann es. Es hat 12 Jahre Garantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Es ist nett, dass es drin ist, es ist aber viel zu overpowered für dieses System. Da hätte ganz locker ein 850 Watt Netzteil gereicht, irgendeins von MSI, Be Quiet oder was weiß ich für ein Hersteller. Ein Seasonic Focus hätte auch völlig gereicht. Das ist ganz nice to have, falls man sich hinterher überlegt, hey, ich schmeiß noch ein 13900 KS da rein und vielleicht eine 4090 Ti, falls die kommen sollte, dann kann man das vielleicht irgendwo rechtfertigen. Aber in dem System ist das einfach nur rausgeschmissenes Geld. Man kann es jetzt zukunftsweisend so auslegen, dass man sagt, hey, ist doch geil, aber irgendwie, ja, für mich passt es nicht. Qualitativ eine super Nummer, gar keine Frage, aber passt halt voll nicht ins System. Und das kostet 264 Euro bei comstern.de. Als Gehäuse bekommen wir ein hochwertiges RGB-Markengehäuse von Invin. Hier habe ich jetzt ein Problem. Ich glaube, es ist das hier, was nur ein bisschen umgelabelt worden ist auf Medion. Hier gibt es keinen Preispunkt zu. Auch hier oben diese RGB-LED-Scheibe, was auch immer das sein soll, fehlt natürlich. Ich nehme das jetzt einfach ganz grob so in die Liste mit rein. Es steht ja eh kein Angebot mit dabei. Wir rechnen später wirklich 200 Euro einfach mal drauf auf den Endpreis. Dann sind wir safe. Was kriegt man für 200 Euro so? Ein Lian Li zum Beispiel bekommt man. Ein Be Quiet 802, ganz locker. Deswegen 200 Euro nehmen wir dann einfach mal so als Grenze. Was ich aber dazu sagen muss, sie haben dazu gelernt. Also wir haben eine Meshfront, wo auch die Wasserkühlung vorsitzt, die natürlich dann die warme Luft reinzieht. Also die kalte Luft von außen reinzieht, die warme Luft kommt dann hinten raus, geht auf die Grafikkarte, wird dann durch das Netzteil und durch diesen Hecklüfter hier hinten natürlich nach draußen transportiert. Ich finde das Case immer noch nicht ganz optimal, aber sie haben mittlerweile draus gelernt und haben eine Meshfront reingemacht. Finde ich schon mal gut. Und es gibt wesentlich schönere Gehäuse auf dem Markt, sage ich jetzt mal wirklich so, wie es ist. Wi-Fi 6 mit Bluetooth ist natürlich dem Mainboard geschuldet, der LAN-Chip auch, 8-Kanal High Definition Audio ist auch dem Mainboard geschuldet. Das wird dann realisiert quasi über das Gehäuse, über die Anschlüsse darüber. Beziehungsweise über Toslink kann man das, glaube ich, auch schon realisieren, aber da kenne ich mich nicht so gut aus, sage ich so, wie es ist. Als Software bekommen wir OEM-Versionen vorinstalliert, was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich irgendwelche, weiß ich nicht, Bloatware, Windows 11 Home. Ja, ist nice, dass es mit dabei ist. Ist natürlich auch wichtig wegen dem Prozessor, Performance, Efficiency Kern. Das ist das aktuellste Betriebssystem. Leider nur als Home-Variante, macht für euch als Gamer aber keinen Unterschied. Und das kostet 68,90 Euro bei MySoftware. Dann bekommen wir noch dazu Microsoft 365 30 Tage Testversion für Neukunden vorinstalliert und McAfee LiveSafe kostenlose 30 Tage Testversion vorinstalliert. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn diese 30 Tage abgelaufen sind. Richtig, ihr müsst blechen. Es kann sein, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es kann sein, dass man schon, wenn man dieses Ding einrichtet, vielleicht ein PayPal hinterlegen muss oder eine Kreditkartennummer oder so. Und wenn man dann verpennt, das zu kündigen nach diesen 30 Tagen, dass die dann schön abbuchen. Schmeißt es einfach runter. Braucht ihr nicht. Also zumindest nicht den Virenscanner. Ob ihr Microsoft 365 braucht, ist euch überlassen. Vielleicht habt ihr sogar schon ein Konto. Aber diesen Antivirenscanner braucht ihr wirklich nicht. Hier geht es nur noch um die Anschlüsse, haben wir eben drüber gesprochen. Abmessung, Gewicht, alles uninteressant. Dann haben wir halt noch ein Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte mit dabei. Also nichts mehr wie Maus, Tastatur oder Monitor oder so. Das ist wirklich das komplette System. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, wo wir gleich 200 Euro draufrechnen, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2765 Euro. Rechnen wir die 200 Euro jetzt drauf, 2965 Euro. Und das Ding kostet einfach mal 3899 Euro. Da haben wir jetzt einen Aufpreis von knapp 1000 Euro. Wie gesagt, das Gehäuse war bummelig gerechnet. Braucht man nicht drüber reden, ne? Da kriegt ihr selbst, würde ich sagen, bei Agando oder so, oder sogar bei Memory PC, weiß ich nicht, aber ich würde es mal so sagen, ein besseres System, beziehungsweise für weniger Geld das gleiche. Ihr könnt natürlich auch bei Dubaro schauen, bei Krotos schauen. Mir ist das völlig peng, wo ihr eure PCs kauft. Nur das würde ich auf jeden Fall nicht kaufen. Ich weiß auch nicht, was die da geritten hat. Die Konfiguration ist nicht komplett scheiße, aber das Netzteil macht halt keinen Sinn. Die SSD ist zu klein, das Gehäuse ist irgendwie komisch und die Wasserkühlung funktioniert, aber auch mehr so schlecht als recht. Also ich würde die Finger davon lassen. Wisst ihr, die Sache ist halt auch bei Corona, da hat sich das richtig gelohnt, so ein Ding zu kaufen. Also manchmal. Manchmal waren die 200 Euro drunter unter der Geizhalsliste, weil halt die Grafikkartenpreise so explodiert sind. Jetzt sind die einfach mal 1000 Euro drüber. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also wie gesagt, lasst die Finger davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.